Letzten Monat im Oktober 2023 wurde Disney 100 Jahre alt. Ein Grund für die Firma zu feiern, Merch rauszubringen und einen echt schönen Kurzfilm auf den hauseigenen Streamingdienst zu veröffentlichen. Der Film beginnt mit zwei Mitarbeitern von Disney Animation, einer jungen Frau und den bis dato am längsten beschäftigten Mitarbeiter der Firma, Paul Burney, der mittlerweile leider verstorben ist, aber dank seiner Arbeit auf ewig weiterleben wird. Diese zwei dienen direkt als Spiegelbild dafür, dass Filme und tolle Geschichten für jung und alt sein können, es kreativen Austausch zwischen allen Generationen geben kann und man immer das tun kann, was man liebt, egal wie alt man halt ist. Kaum haben alle Mitarbeiter das Studio verlassen, erwecken die Gemälde und die Figuren zum Leben. Den Start machen natürlich Minnie und Mickey Mouse, die Tinkerbell rufen und dann den anderen Gemälden ein Zeichen geben. Tiana ist dann die erste, die den Schrei hört, was toll ist, weil sie zum aktuellen Zeitpunkt die letzte 2D-animierte Kinofilmfigur von Disney war, also quasi wieder ein Staffelstab, der weitergegeben wurde, von Mickey Mouse persönlich. Was ich direkt sehr schön finde, ist, dass man schon, naja, recht früh Walt und seine Freunde zeigt. Das ist ja quasi einer der Filme, die nicht so gut angekommen sind, aber dennoch hier schnell ihre Aufmerksamkeit bekommen haben. Für mich besonders toll, da ich Walt damals auch im Kino gesehen habe und ich den Film als sehr schöne Erinnerungen habe. Dann sehen wir auch später, wie Jim vom Schatzplanet durch Raya fliegt und Maui Bescheid sagt. Vanellope fährt Oliver durch die Hallen und Rapunzel verpasst K. eine mit ihrer berühmten Pfanne. Egal ob erfolgreich, alt oder neu, niemand wird vergessen und alle arbeiten zusammen. Sogar dieses Ding aus Stranger World verknallt sich in Ursula. Wer kann bei Hentai Action halt schon Nein sagen? Es ist aber knuffig, wie sie manche Charaktere inszenieren. So zum Beispiel Winnie, der am Gemälde versteckt, so wie er immer im Honigbaum hängt. Das Faultier aus Zootopia, welches einfach lustig ist, weil es langsam ist und uns erneut eine kleine Donald-Rage-Anlage bringt. Außerdem Robin Hood, der es von den Reichen nimmt und es, naja, scheinbar sich selbst gibt. Dieses Special ist voller solcher schönen Momente. Oder auch lustigen Momenten. Insbesondere bei Mickey ist es aber eher sehr schön. Wenn am Ende zum Beispiel Goofy seine Tollpatschigkeit wieder unter Beweis stellt und das Gruppenfoto fast ruiniert ist, versucht er es die Hoffnung aufrechtzuerhalten. Oh, nein, nein, komm zurück! Das wird schon, das muss nur... Oder aber auch, wie er sich das Bild von Walt Disney anschaut, dabei ein bisschen melancholisch reinschaut und sich bei ihm bedankt. Egal halt, wie man zu Walt Disney selbst steht, schöner Moment für einen Menschen, der all diese Geschichten erst möglich gemacht hat. Ebenso wie halt diesem Kurzfilm, der ja sehr schön ist und einem als Disney-Fan emotional auf jeden Fall mitnehmen kann, aber halt auf eine schöne Art und Weise. So gibt Mickey Oswald den Hasen noch einmal den Vortritt, Stitch ist nun mal Stitch und IA ist sehr relatable. Vielleicht können wir es in 100 Jahren noch einmal versuchen. Bis dann der klassische Disney-Song When You Wish Upon a Star noch einmal von allen zusammen gesungen wird. Einfach ein Gänsehautmoment, für viele bestimmt auch sehr cool Quasimodo noch einmal singen zu hören. Was ich auch da nochmal besonders beeindruckend finde, ist die Nahaufnahme von Baloo und Mowgli, wo man die Striche im Gesicht sieht. Man hat sich halt wirklich Mühe gegeben, jeden Charakter mit dem Stil der jeweiligen Animationszeit einzufangen. Generell aber auch wie Live-Action, Zeichentrick und CGI hier miteinander verschmelzen, funktioniert hervorragend und überraschend gut. Zum Schluss schließt sich dann der Kreis und drei Generationen an Disney-Prinzessinnen kommen zusammen, kurz bevor alle zusammenarbeiten, um das Gruppenbild zum 100-jährigen Jubiläum schießen zu können.